Hallihallo und willkommen zu meinem kurzen Guide zum Sion Support bezüglich Runen, Masteries, Items und so weiter und so fort. Viel Spaß! Schauen wir uns zunächst meine Runen an und hier gehen wir auf Rot mit Attack Damage in den Kampf. Wir nehmen auf den gelben Runen Rüstung mit und auf den blauen Magieresistenz. Da Sion über seine W-Fähigkeit permanent Leben dazu bekommt, ist Rüstung und Resistenz hier die bessere Wahl. Man braucht kein zusätzliches Leben über die Runen. Was wir aber brauchen, meiner Meinung nach, ist, dass wir Movement Speed mitnehmen, damit wir uns im Kampf besser positionieren können, um unser Q oder unser E zu treffen. Eine andere recht beliebte Methode ist, auf den Quintessenz nochmal Flat Damage mitzunehmen. Hier ändert sich auch ein bisschen die Skill Order, dazu komme ich aber gleich noch. Gehen wir als nächstes zu den Masteries. Wir bauen Sion eigentlich als Tank, das heißt, wir nehmen auch in den Masteries den Resolve Tree mit und gehen runter bis zu Bound of Stone. Wir werden extrem viel Leben und Magieresistenz, Rüstung, alles Mögliche haben und so können wir unser Team eigentlich am besten unterstützen. Auf dem Weg nehmen wir alles an Resistenzen mit, was locker und billig hergeht. Hier wählen wir Swiftness kurz vor der Keystone Mastery, da hier Tenacity und Slow Resistance eigentlich ein sehr starker Wert ist, der durch das Spiel nur schwer zu kaufen ist. Im Cunning Tree nehmen wir noch Wanderer, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind, Kekse, Meditation für mehr Mana-Regeneration und Bandit, damit wir ein bisschen konstantes Gold-Income haben. Werfen wir einen Blick auf die Summoners und hier gilt eigentlich nur zu sagen, Flash, Exhaust. Ihr seid ein unterstützender, defensiver Tank-Support und wollt eigentlich nur um euren ADC rumstehen und ihn schützen mit allen möglichen Mitteln, die ihr zur Verfügung habt. Es gibt natürlich noch die Variante, falls ihr das zweite Runenset gewählt habt, dass ihr Ignite nehmt. Aber dann ist es unabdingbar, dass ihr im Early Game die Gegner richtig crusht. Ansonsten habt ihr eigentlich den falschen Summoner dabei. Nachdem jetzt die Summoners geklärt werden, gehen wir auf die Skill Order ein und hier auch wieder die Unterscheidung, was für ein Runenset ihr nehmt. Nehmt ihr das mit Movement Speed, dann würde ich euch empfehlen, das E zuerst komplett hoch zu skillen. Da ihr besser an den Gegner rankommt, ihr habt leichter die Möglichkeit ranzugehen und das E direkt auf den Gegner zu setzen. Der Vorteil daraus ist dieser, dass wenn ihr direkt mit eurem E trefft, den Gegner um 20% seiner Rüstung beraubt. Solltet ihr allerdings das andere Runenset mit mehr Attack Damage wählen, dann müsst ihr unbedingt das Q hochscalen, da es neben eurer Ulti der einzige Skill ist, der mit AD skaliert. Und das ist wieder ein Grund mehr, aggressiver am Anfang zu sein. Kommen wir noch zu den Items. Wir fangen mit Relic Shield an, Refillable Potion und dem Warding Trinket. Im Late Game gibt es eigentlich für mich nur ein Itembild und der ist defensiver Natur. Wir haben Face of Mountain fertig gebaut, wir haben Sidestone, wir haben Boots of Swiftness oder Mercuries. Wir haben ein Iron Solari dabei, um ein Schild zu geben fürs ganze Team und die Magieresistenzen zu boosten. Wir haben Frozen Heart dabei und damit schließen wir auch die 40% Cooldown-Reduzierung ab, die unbedingt wichtig sind, damit wir unsere Skills permanent im Kampf hernehmen können. Der letzte Platz ist für Pink Wards reserviert. Sollte es zum Late-Late-Game kommen, dann kann man hier immer noch sein CC-Rod-Portal reinsetzen. Leben hat man mehr als genug, also sind pure Resistenzen die richtige Wahl. CC-Rod-Portal auch noch nice, um ein bisschen Split pushen zu können. Nun gut, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Sion-Spielen. Tschüss, Gemüse!